Titschen fangen, so heißt das Spiel. Hier bei Schlag den Star, der Zweikampf zwischen Rui Gislason und Robin Gosens. Und die Regeln für Werfen, Titschen, Fangen sind eigentlich ganz einfach. Ihr müsst vor der Abwurflinie, also im roten Feld, euren Ball werfen. Nachdem er einmal aufgetitscht ist, also aufgekommen ist, one bounce, müsst ihr ihn wieder aus der Luft fangen. Gemessen wird von der Abwurflinie bis zu dem Punkt, wo ihr den Ball beim Fangversuch zuerst berührt. Wer nach 6 Durchgängen den weitesten Versuch geschafft hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand zählt der nächstbeste Versuch. Die Münze entscheidet, wer anfängt. Und wieder unsere DLV-Schiedsrichter Markus, Andreas, Matthias. Und einer ist noch dazugekommen. Nee. Doch. Ich habe hier nur 3 Namen stehen. Die passen wieder auf. Blau würde anfangen. Ja, Robin fängt an. Also, nur ganz kurz noch mal zur Erklärung, damit auch der Zuschauer und ihr das genau versteht. Von hier werfen, hier nicht übertreten. Ich mache es jetzt in richtig schlecht, aber damit ihr ungefähr wisst, wie das funktioniert. Werfen, aufkommen lassen, fangen. Und dann wird auch hier gemessen, wo gefangen wird. Wenn ihr den nicht unter Kontrolle kriegt, was ihr macht so und fangt ihn dann, wird aber nicht hier gemessen, sondern da, wo der erste Kontakt war. Kann man dieses Ding also wir brauchen so ein einen Kontakt, einfach. Ja, wo, nee, ihr könnt auch gleich fangen. Ja. Also man, kannst, es muss, kannst, er muss nicht aufticken. Kannst, doch, auftitschen muss er. Auftitschen muss er. Du kannst auch so machen. Ah, okay. Aber es zählt nicht, wo du hier bist, sondern wo du das erste Mal den Ball berührt hast. Super. Okay, und er muss einmal auftitschen. Werfen, auftitschen. Und wie viel fangen. Versuche nochmal? Und Helm ist 6 auch Durchgänge. Also wie bei Hammerwerfen, gleiche Prinzip. Ja. Weiteste, einmal weiteste zählt. Genau. Oh, wow. Tja, leco mio. Muss jetzt natürlich wieder anfangen, ist ja super, ey. Kann ich gut, wieder? Du kannst, wenn du möchtest. Das ist auch wieder gerne so ein Spiel, wo sich beide sicherlich reinsteigern werden. Ist ein hoher Lernfaktor bei diesem genau. Spiel. Genau. Oh, so. Scheiße. Ja, aber erstmal noch fangen, ne? Ist das schon mal ein gültiger Versuch? So. Zack. Da wird gemessen. Boah, wer weiß, wofür er gut ist. Aber wir rechnen natürlich alle damit, dass es ein bisschen weiter geht. 10,61 Meter. Tja, wir schauen uns dann auch mal die Techniken an. Sie die vielleicht umstellen. So ein normaler Wurf oder von unten. Und wie gesagt, die Frage. Oh, ja. Fuck off. Zack. Sehr hoch. Ja. Klang. Aber guck mal. So, ein bisschen weit links. 23,90 Meter. Hat ihn relativ safe. Also da wissen wir jetzt mal, wo die Reise hingehen kann. Wahrscheinlich sogar noch. Ja, nein, nicht so richtig. Ja? Genau, das sind genau die Fragen, die sich beide gerade stellen. Wie hoch wirft man? So. Also das heißt auch nicht dort, wo man zum Stehen kommt. Die Schiedsrichter schauen genau hin, wo der Kontakt also ist. Hier. 24,46. So, beide eine ordentliche Weite. Ich würde mal sagen, die Pflicht ist drin und jetzt fängt die Kür an. Beide um die 24, 24,5. Ja, nach wie vor mit der Technik. Jetzt heißt es mal ein bisschen Gas geben. Oh, nein! Aber ungültig. Aber ja. Aber nicht schlecht. Also. Fucking hell. Da kann man fast überlegen, hinten den Zaun wegzunehmen. Also, das war richtig stark. Dritter Wurf. Dritter, ne? Ja. Mhm. Aber da waren wir vorhin schon. In dem Bereich. 24,52. Also, was gehört alles dazu? Der Wurf im richtigen Winkel, mit der richtigen Höhe, sofortiges Starten, hinterherlaufen, schnelle Beine fangen und das Ganze möglichst gut zu koordinieren. So, da ging es sehr, sehr hoch. Dann kriegt er nochmal einen Drall nach vorn. Sehr gut. Ihn stark.
Wir sind tatsächlich hier am Ende unseres Spielfeldes angekommen. 29, 31. Wow. Fast an die 30 Meter ran. Und ich möchte mal behaupten, wir kommen noch über die 30 hinaus. Vierter. Das reicht doch nicht. Glaube ich auch nicht. Da brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht alles essen. Gut. Ist ja 20,66. So, ruhig. Jetzt bin ich gespannt. Haut da mal einen drüber hinaus. Müssen wir hinten mal hinter dem Asphalt messen. Der hat das drauf. Oha, so. Oha. Oh. So, zack, jetzt nochmal richtig hoch. Und. Ja. Yeah. Gut so. So, Asphalt war noch da, aber unsere Markierung war durch, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist 30 auch Max? 33, 27. Geht weiter. 33, 27. So, fünfter, vorletzter Durchgang. Oh, er wirft weit nach vorn und dadurch nicht besonders hoch. Das wird schwierig, kommt zwar nach hinten, aber bester nicht weit Versuch genug. Vielleicht. Also durch die Höhe gewinnt man ja auch Zeit. Schnell ist er, das sieht man. Sehr schöne Lauftechnik. 24, 84. Robin ist ja da gerade ein bisschen komisch gegangen. Auf jeden Fall bester Versuch von Robin. 33, 27 und hat noch zwei Versuche. So, mal sehen, ob er einen bis in den Schotter bringt. Oh nee. Extreme Höhe. Achtung, Achtung! Krass. Richtig krass. Dann legt er natürlich richtig einen vor. Sehr gut, sehr 35, gut. 70. So. Heißt, letzter Durchgang solltest du jetzt weniger werfen. Braucht Rory gar nicht weitermachen. 35, 70. So, große Höhe. Schon mal. Ja, aber. Und das wird nicht reichen. Also damit. Rurik hier mit dem weitesten Versuch und damit gewinnt er das Spiel gewonnen. Die Klassiker, werfen, Tütchen, fangen. Yes, Mann. Aber stark. 33. Sehr gut, Rurik. Starkes Ding. Wichtige Punkte auch für Rurik, um hier im Spiel noch wichtig mitzumachen. Denn jetzt steht es 21 zu 24. Wenn ihr wollt, dass Deutschland Weltmeister wird, nein, Quatsch. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.